all den möglichen neurowissenschaftlichen Themen hast du dir das womöglich philosophischste von allen rausgesucht, das Bewusstsein. Wie bist du darauf gekommen? Ich interessiere mich für das Bewusstsein, weil ich im Nebenstudium schon während meiner Studienzeit in Tübingen mich interessiert habe für die Grundlagen des Bewusstseins, wie das Bewusstsein entsteht, wenn man sich überlegt, ist ja völlig unklar, wieso kommen subjektive Gefühle in die Welt? Wieso kann es sein, dass ich als physikalisches System oder mein Gehirn, dass es irgendwelche subjektiven Zustände erfährt, wie Angst, wie Schmerz, wie Lust, wie Sehen? Wie kann das sein? Wie kann ein System, das aus Atomen und Moleküle besteht und mit Kraftfeldern zusammenhängt, wie kann das phänomenale Erlebnis erleben? Das scheint irgendein magischer Schritt zu sein. Und das ist irgendwie das Herzpunkt des klassischen Leib-Seele-Problems. Und das hat mich schon immer interessiert. Und wie ich dann von der Physik in die Biophysik, dann in die Neurobiologie ging, irgendwann kam ich dann zusammen mit dem Molekularbiologen Francis Crick, wie ich dann vom MIT nach ans Caltech nach Südkalifornien gezogen bin. Und der hatte als einer der wenigen Wissenschaftler damals fing auch an, darüber sich also Gedanken zu machen und hat auch Interesse darüber zu schreiben. Und dann haben wir uns zusammengetan, damals 1988, 1989, und haben eben unsere erste Veröffentlichung zu diesem Thema geschrieben. Ihr geht, also du und Crick, ihr geht davon aus, dass sich das Bewusstsein irgendwo im Hirn finden lassen müsse, was ja auch naheliegend ist. Aber du hast es selber gesagt, irgendwie dieser Gap zwischen Atomen, Molekülen und phänomenalen Zuständen, wären es Funktionen von einzelnen Neuronen, wären es Funktionen von bestimmten Strukturen? Wo kann man suchen? Auf jeden Fall sind Nervenzellen ein wichtiges Element davon, aber es ist nicht so, dass eine einzelne Nervenzelle bewusst ist oder vermutlich nicht, sondern es sind Nervenzellenverbände, große Verbände, die bewusst sind. Letztendlich ist es wahrscheinlich auch nicht per se die Nervenzellen, sondern es sind die Art der kausalen Zusammenhänge, die zwischen in einem großen, sehr komplizierten System wie dem Gehirn entsteht. Und aus diesen kausalen Zusammenhängen sehr komplexer Natur entsteht das Bewusstsein. Das heißt, den Ansatz, den ich heute oder den viele meiner Kollegen verfolgen, ist, dass die physikalischen Prinzipien des Bewusstseins, die im Gehirn implementiert sind, die ermöglichen es, dass ein sehr hochkomplexes System wie das Gehirn, dass das phänomenale Zustände erzeugt. Man kann auch einen Schritt weitergehen und sagen, dass jedes andere, beliebig andere hochkomplexe System, das eine ähnliche funktionelle Abbildung hat, sagen wir, wenn ich jetzt mein Gehirn Neuron für Neuron, Synapse für Synapse kopiere, sagen wir in Silikon, und ich für jede Synapse hier einen Transistor nehme, hier, und dann habe ich dieselben Verknüpfungsmuster in meinem Silikongehirn wie in meinem richtigen Gehirn, dann wird dieses künstliche Gehirn auch Bewusstseinszustände haben. Das heißt, letztendlich kommt es aus die enorm komplexen Wechselwirkung und zwischen den Nervenzellen, innerhalb der Nervenzellen, die erzeugen phänomenales Bewusstsein. Das ist der Ansatz, den wir verfolgen. Das klingt nach Singularity, Kurzweil. Nein, das klingt überhaupt nicht nach Singularity. Also die These von der Singularity heißt, dass wir sehr bald, es kommt darauf an, welche Ausgabe des Buches du gerade liest, aber in 15, 20 Jahren werden Computer bewusst sein und dann werden sich so rapide entwickeln, dass ein paar Jahre später eigentlich die gesamte Welt übernommen wird von Computern. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Beinhaltet die Hypothese, dass Bewusstsein letztendlich künstlich erzeugbar ist. Und das stimmt, wenn man Funktionalist ist, das heißt, wenn man glaubt, dass letztendlich kommt es nur auf die funktionellen Zustände an zwischen verschiedenen, sagen wir, innerhalb meines Gehirns, dann kann ich natürlich, wenn ich diese funktionellen Zustände in einem anderen Medium duplizieren kann oder synthetisch erzeugen kann, dann würde ich damit auch die Bewusstsein erzeugen. Das heißt, es geht davon aus, dass es nichts Magisches selbst im Gehirn, sondern jedes komplexe System hat mehr oder hat weniger Bewusstseinszustände. Das würde auch heißen, im gewissen Maße ist dann auch ein Wurm, hat eine gewisse Art von Bewusstsein. Da stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich diese Aussage empirisch nachweisen? Und da muss ich sagen, es ist heute am besten, konzentrieren wir uns auf relativ komplexe Systeme wie das menschliche Gehirn, vielleicht das Mausgehirn, vielleicht auch wie das Gehirn einer Biene oder einer Fliege, weil die können wir manipulieren, da kann man Verhaltensversuche machen, um ihm zu zeigen, dass zum Beispiel so eine Biene oder auch eine Maus sehr komplexe Zustände hat, sehr komplexe Verhalten hat, dass wir, wenn es beim Menschen auftreten würde, in Zusammenhang bringen würden mit Bewusstsein. Okay, ich spring nochmal zurück zu den Strukturen, beziehungsweise zu den Systemen.
Die Binding Frequency, die 40-Hertz-Oszillation von Singer, die spielen da ja auch eine Rolle. Gehören sie aber zwangsläufig zum Bewusstsein? Francis Crick und ich hatten extrem Interesse an diesen 40-Hertz-Schwingungen, die Wolf Singer und andere Leute in seinem Labor damals gemessen haben. Und wir dachten auch, das ist eines der kritischen neuronalen Korrelate des Bewusstseins. Heute sieht es eher so aus, als hängt das eher zusammen mit Aufmerksamkeit, mit dem Prozess der Aufmerksamkeit, der visuellen Aufmerksamkeit. Wenn ich mich zum Beispiel jetzt hier auf meinen Finger konzentriere und alles, was darum ist, das Vernachlässige ist, dann würde man sagen, dass die neuralen Strukturen in meinem visuellen Gehirn, die sich jetzt mit der Oberfläche meiner Fingerkuppe beschäftigen, dass der Neurone, die diese Informationen von dieser Fingerkuppe verarbeiten, dass die alle schwingen würden und die schwingen etwa im 40-Hertz-Rhythmus. Dass das aber primär mit der Aufmerksamkeit und nicht per se mit dem Bewusstsein. Und nun gibt es alle möglichen Daten von uns und von anderen Kollegen gemessen im Labor, dass man zeigen kann, dass Aufmerksamkeit und Bewusstsein zwei oft eng verwachsene Prozesse sind, dass es aber letztendlich verschiedene Dinge sind, verschiedene Funktionen haben. Und dass die Aufmerksamkeit mit oder auch ohne Bewusstsein einhergehen kann. Das heißt, auch wenn man sich gewisse Dinge nicht bewusst ist, kann man zeigen, experimentell, dass man sich dennoch auf diese Dinge konzentrieren kann, ohne dass man sich diese Dinge bewusst ist. Das heißt, man kann empirisch im Labor trennen Aufmerksamkeit auf der einen Seite und Bewusstsein von der anderen Seite. Und es sieht so aus, als sind die 40-Hertz-Schwingungen primär mit Aufmerksamkeit verbunden, aber nicht primär mit Bewusstseinszuständen. Ich würde gerne mal mit dir auf die Suche gehen im Hirn, so wie du das in deinem Buch ja auch sehr schön, dass so eine biologische Streichliste, also wo es dann anfängt, tatsächlich bewusst zu werden. Also Licht von deinem Gesicht fällt jetzt gerade eben bei mir auf die Retina, es läuft durch den Sehnerv, das Chiasma, den Sehtrakt. Es kommt zum Thalamus, Tor zu Bewusstsein, aber da ist doch noch nichts, oder? Viele Leute sagen ja, es ist unsinnig zu sagen, ein Teil des Gehirns ist bewusst und das andere nicht, sondern das ist irgendwie ein Denkfehler. Man muss sagen, das gesamte Gehirn an sich gehört zum Bewusstsein oder erzeugt bewusste Zustände. Da kann ich aber zum Beispiel sagen, meine Wirbelsäule zum Beispiel, da hat sehr viele Neurone drin, wir wissen das alles empirisch, man sieht das bei Querschnittgelähmten, die sind voll bewusst, können sich aber, haben die Funktion des Gehirns, der Wirbelsäule verloren. Das Kleinhirn, mehr als die Hälfte aller Neuronen in deinem Gehirn sind oder in unserem Gehirn gehören zum Kleinhirn, 50 Milliarden etwa. Wenn ich die verliere, werde ich vermutlich nicht mehr so rennen können, klettern überhaupt nicht mehr, tanzen auch nicht mehr, Klavier spielen vielleicht auch nicht mehr, aber ich werde meine visuellen Bewusstseinsinhalte werden dadurch nicht sehr gestört, wenn überhaupt nicht oder wenn überhaupt nur minimal gestört. Nun hast du die Frage angesprochen, was mit dem Sehen? Das Auge ist doch sicherlich dafür, fürs Bewusstsein notwendig. Und wenn ich dich jetzt anschaue, stimmt das auch. Ich könnte dich nicht anschauen ohne meine Augen. Mhm. Aber ich kann natürlich auch meine Augen schließen und ich habe trotzdem noch so ein Bild von dir. Nicht sehr genau, etwas verschwommen. Aber ich sehe in etwa dein Hemd und das Mikrofon und die Farbe des dieses Aufsatzes des Mikrofons. Und nachts, wenn ich natürlich träume, wie wir das alles tun, dann ist meine Retina geschlossen und ich schlafe im Dunkeln. Das heißt, die Retina selbst scheint nicht... Vielmehr die Nervenzellen in der Retina scheinen nicht essentiell zu sein für das neuronale Grundlagen des visuellen Bewusstseins. Mhm. Kann man weiter fragen, wie du es gemacht hast, was ist mit dem visuellen Thalamus? Braucht man den? Da ist die Frage schon ein bisschen unklarer, ob der essentiell ist oder nicht. Francis Crick und ich haben vor 20 Jahren einen Artikel geschrieben und veröffentlicht in Nature, wo wir behauptet haben, dass die erste wirkliche Station des Sehens im Großhirn, selbst das ist das primäre visuelle Gehirn hier hinten am Hinterkopf, dass das nicht direkt notwendig ist für Erzeugung des Bewusstseins. Und wenn diese Hypothese stimmen würde, und es gibt Evidenz dafür, es gibt auch Evidenz dagegen, wenn diese These stimmen würde, dann würde natürlich auch nicht der Thalamus, der Thalamus liefert ja die Daten, die Informationen in den primären visuellen Kortex, dass der auch nicht notwendig wäre. Das würde nicht heißen, dass er nicht bei vielen Bewusstseinszuständen involviert ist, aber er ist vermutlich nicht notwendig. Das heißt, man könnte ihn im Prinzip verlieren und ich könnte dennoch visuelle Bewusstseinszustände erzeugen. Blindsehen. Blindsehen zum Beispiel, wie beim Blindsehen, ja. Experimentell kann man das testen, das wird jetzt auch Anfang gemacht, dass man eben bei Leuten, die sagen wir ihre Retina verloren haben durch Krebs oder Unfall oder irgendwas, eine Wunde, dass man dann direkt das visuelle Gehirn stimuliert. Und da kann man nur nicht fragen, welche Struktur muss ich stimulieren,
oder welche Strukturen brauche ich noch, um visuelles Bewusstsein zu erzeugen. Das stimmt natürlich, das ist schon gemacht worden bei einer Freiwilligen vor 15 Jahren in Washington am NIH, eine Blinde, die direkt stimuliert wurde im primären visuellen Hirnareal. Und da hat sie auch so Punkte, sogenannte Phosphene gesehen. Das sind so Punkte und Striche und so kurze Entladungen. So ein bisschen wie die Cartoon-Charaktere, wenn man die mit auf dem Hinterkopf haut, dann gibt es ja da Sterne und so ähnlich kann man das auch sehen. Das spricht aber weiter nicht für die These, dass V1-Bewusstsein direkt erzeugt, sondern das heißt nur, dass Neurone in V1, da wird erstmal die elektrische Energie von den künstlichen Elektronen umgesetzt in nervöse Energie und die wird dann weitergeleitet und das Bewusstsein selbst vermutlich entsteht in höheren Arealen, höhere visuelle Kortex, vor allem das Zwischenspiel zwischen diesen höheren visuellen Arealen und den frontalen Arealen. Es sind nicht die einfachen Zellen, es sind nicht die komplexen Zellen, es sind keine hyperkomplexen Zellen, es ist irgendwo auf der Wasbahn, auf der Wobahn, eher auf der Wasbahn dann, oder? Du meinst das ventrale System? Ventral und dorsal. Ja, auf diesem ventralen System, das fängt also an in V1, geht über V2, V4, dann runter in den Infratemporal Cortex, fiese vom Gyrus und dann springt es rüber und springt es hier in den Frontallappen. Ja, und in dieser Wechselwirkung vermute ich also die Neuronen im hinteren Teil des Gehirns, hinteren Teil des Großhirns, die stehen dann in der Verbindung mit den Neuronen im vorderen Teil und diese Rückkopplung, wenn die vermutlich 300, 400, 500 Millisekunden lang neuronales Feuern erzeugt, dann erfährt mein Gehirn das als phänomenaler Bewusstseinszustand und ich sehe dich jetzt vor mir. Okay, du hast schon den Frontallappen angesprochen. Was mich überrascht hat in deinem Buch ist, ich finde in deinem Buch tatsächlich einen Homunculus. Du hast den wieder reanimiert. Wie bist du darauf gekommen? Der war doch, eigentlich war er schon begraben, ne? Nein, das ist ja nur den Homunculus kann man wieder reanimieren, wenn es ein unbewusster Homunculus ist. Das Problem ist Homunculus, das war sich auch schon Aristoteles klar und auch in der Frühzeit, wie man sich darüber Gedanken gemacht hat, es gibt natürlich einen unendlichen Regress. Wer ist der Homunculus im Gehirn des Homunculus, der den Homunculus steuert, etc. Wenn man aber sagt, ja gut, der Homunculus ist nicht mehr der volle Mensch, ist nicht mehr das volle Ich, nicht mehr das volle Christoph Koch, sondern nur ein Teil davon, unter anderem der zum Beispiel sehr viele Dinge macht, die ich unbewusst mache. Viele Aspekte des Plans, des Denkens, die geschehen nicht seit Freud. Die geschehen alle nicht bewusst, sondern vermute ich, ist nur ein sehr kleiner Teil meines Gehirnzustände, nur ein sehr kleiner Teil davon wird mir bewusst. Die meisten meiner Gehirnzustände laufen völlig unbewusst, aber habe ich keinerlei Zugriff drauf und kann in höchstens sehr indirekt durch irgendwelche Inferenzprozesse mir versucht zu überlegen, was passiert in meinem Gehirn. Und viele dieser Prozesse, die haben ich, Franz Crick und ich, zu dem Homunculus geführt. Und das Metaphor ist ein bisschen, dass das Vorderteil des Gehirns, das schaut auf den Hinterteil des Gehirns, quasi der unbewusste Homunculus schaut auf den hinteren Teil des Cortex und das zeichnet sich aus durch besondere Arten von Verbindung von hinteren zum vorderen und verschiedene Arten von Verbindung von vorderen zum hinteren Gehirn. Das kann man aber, wie gesagt, diese ganzen Aussagen, das Schöne ist jetzt an diesen ganzen Aussagen, die kann man alle im Prinzip zumindest und auch sehr und bald, und viele tun das schon auch in der Praxis, überprüfen. Das heißt, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, philosophische Disputationen ad infinitum zu führen, sondern wir können diese Dinge empirisch überprüfen. Das ist auch ein guter Punkt. Das ist ja momentan, also 2500 Jahre hat die Menschheit über die Natur des Bewusstseins nachgegrübelt und jetzt kann man so langsam über die modernen Methoden es zumindest mal einkreisen. Aber mit welchen Versuchsaufbauten kann man sowas machen? Was passiert in deinem Labor? Wie kann man Bewusstsein einkreisen? Wir haben jetzt ein Papier, das erscheint im nächsten Monat in Nature, wo wir arbeiten seit sehr vielen Jahren zusammen mit einem Neurochirurgen, Neurowissenschaftler, Itzhak Fried. Der ist Chirurg in Tel Aviv in Israel und an der UCLA in Los Angeles, an der Medical School. Und der leitet ab von Elektronen, von Mikroelektroden, die sind implantiert bei Epileptikern. Diese Epileptikern, bei denen funktioniert die normalen Drugs funktionieren nicht mehr, die normalen Pharmaka funktionieren nicht mehr und die kriegen weiterhin ein oder zwei oder mehr Anfälle am Tag.
Was man dann macht, dann kann man versuchen, von außen zu identifizieren, wo sitzt der Herd, wo sitzt der epileptische Herd, und der wird dann chirurgisch entfernt. Das ist eine sehr erfolgreiche Operation. Bei manchen, beim Bruchteil dieser Patienten, kann man nicht von außen sehen, also weder durch CT-Scan noch durch EEG-Aufzeichnung oder Verhalten kann man identifizieren, wo sitzt der Kern, von dem die elektrischen Anfälle ausgehen. Was man dann macht, das wird hier zum Beispiel auch in Bonn gemacht, beim Professor Elbert hier in Bonn auf dem Venusberg, dann kann man Elektroden direkt in das Gehirn, in die graue Masse einführen, 12 Stück in etwa, und die bleiben dann da für, sagen wir, eine Woche, und die Patienten leben dann für eine Woche auf der Klinik, und wenn sie ihre Anfälle kriegen, die werden dann gemonitort 24/7, und wenn sie dann ihren Anfall kriegen oder mehrere Anfälle haben, kann der Neuroradiologe per Triangulation, per Trigonometrie ausrechnen, wo sitzt der Herd, von dem das, wo der epileptische Anfall losgeht. Was der Itzhak Fried gemacht hat, mit dem ich arbeite, der hat vor langer Zeit schon diese großen Elektroden ausgehöhlt, und dadurch kann man jetzt kleine Mikroelektroden einschieben, genauso wie man das im Tierversuch macht. Mhm. Pro Makroelektrode sind das in etwa ein Dutzend Mikroelektroden, das heißt, wir leiten jetzt in etwa von 100 Drähten ab. Okay. Beim Menschen, stabil, im Großhirn, das ist primär der Frontallappe und der Medial-Temporallappen, das ist zum Beispiel Hippocampus und die Amygdala. Mhm. Amygdala, Hippocampus, Parahippocampus, Cortex. Was wir gefunden haben, das haben wir schon in Nature-Veröffentlichung vor vielen Jahren beschrieben, sogenannte Jennifer-Anson-Neurone. Mhm. Das sind Neurone, wir haben das entdeckt bei einer Patientin, die hat in Hollywood gearbeitet und kannte persönlich die Schauspielerin Jennifer Aniston. Und dort hatten wir Neurone gefunden bei dieser Patientin, die reagieren sehr spezifisch auf verschiedene Bilder von Jennifer Aniston. Bei anderen Patienten haben wir Neurone gefunden, die reagieren auf Bilder von Halle Berry, das ist ein von James Bonds Mädchen. Der reagiert, sagen wir, auf verschiedene Bilder, auf dem Cartoon. Diese eine Nervenzelle. Mhm. Wir leiten also ab von einzelnen Nervenzellen. Wir können das hören, die Freundin. Man kann dann die einzelnen Aktionspotenziale per Lautsprecher übersetzen. Und das kann man dann hören. Und da zeigt man denen zum Beispiel Celebrities, alle möglichen Movie-Stars und sagen wir Sportler und Politiker. Und meistens finden wir nichts. Und ab und zu finden wir eine Zelle. Manche Zellen reagieren, sagen wir, auf Gesichter oder auf Tiere allgemein oder auf Essen. Manche Zellen reagieren aber eben hochspezifisch. Also diese eine Zelle reagierte nur auf verschiedene Bilder von Jennifer Aniston. Oder wir haben eine Zelle, die reagiert auf Saddam Hussein, der irakische Diktator. Das Bild von Saddam Hussein, eine Computerstimme, die sagt Saddam Hussein. Und auch der Text Saddam Hussein. Also viele von diesen Zellen sind so spezifisch, die reagieren auf jegliche Informationen, also linguistische, auditorische oder visuelle, die eben die Identifikation dieser Person liefert. Das heißt, in meinem Kopf sind sicherlich Neurone für meine Kinder, für meine Frau, für meine Hunde, für meinen Universitätspräsidenten, für meine Kollegen, für Präsident Barack Obama, für alle Dinge, die mein Gehirn tagtäglich oder öfters erlebt, konstruiert mein Gehirn mit Hilfe von sparsen Lernalgorithmen einzelne Neuronengruppen, die relativ spezifisch reagieren auf sehr spezifische Individuen, nicht nur individuelle, sondern wir haben auch zum Beispiel eine Zelle, die reagiert auf E=mc². Das war beim Physiker. Wenn ich mich mit etwas sehr intensiv auseinandersetze, dann lernt mein Gehirn dieses Konzept, ob visuell oder auditorisch, kommt oft vor, und ist ganz einfach effizienter dann für das Gehirn, das zu symbolisieren durch eine kleine Gruppe von Nervenzellen, die relativ spezifisch auf diese, sagen wir, Jennifer Aniston oder Angela Merkel reagiert. Nun können wir Folgendes machen, um auf diese Arbeit zurückzukommen. Wir fragen jetzt die Leute, inwiefern können sie diese Neurone bewusst kontrollieren. Mhm. Dann spielen wir mit denen ein Videospiel. Wir nehmen jetzt, sagen wir, wir haben in eine Zelle, an die ich jetzt gerade denke, da gibt es einen schönen Film dazu, Marilyn Monroe, okay, die Film, amerikanische Filmschauspielerin. Und da ist ein anderer Filmschauspieler, den kannte ich überhaupt nicht, Josh Brolin, das ist ein jüngerer Amerikaner. Okay, jetzt habe ich eine Zelle, die reagiert speziell auf Josh Brolin, eine andere Zelle reagiert spezifisch auf Marilyn Monroe, dieses klassische Bild, wo sie da über dem Subway-Grill steht, die Luft kommt von unten und bläst ihr Kleid hoch. Unvergesslich. Unvergessliches Bild von ihr.
Jetzt sagen wir dem noch, wir füttern jetzt in Echtzeit die Aktivität von dem, sagen wir, ich nenne das Marilyn-Monroe-Neuron. Das ist nicht sehr clean, weil das Neuron reagiert vermutlich auch gewisse andere Konzepte, aber jetzt reagiert es viel spezifischer auf Marilyn Monroe als auf Josh Brolin. Ich nehme jetzt die Aktivität in Echtzeit und fütter die zurück an einen Computer. Der Computer kontrolliert ein künstliches Bild, ein Hybrid, das ist künstlich zusammengesetzt auf die Hälfte von Marilyn Monroe und die Hälfte von Josh Brolin. Alright. Und ich frage jetzt den Patienten bewusst, denk an Marilyn Monroe. Und der Patient oder die Patientin, in diesem Fall war es eine Patientin, hat 10 Sekunden Zeit, irgendwas zu tun in der Privatheit ihres Kopfes, das weiß ich nicht, das weiß sie im Zweifel auch nicht, und was soll sie tun? Sie soll jetzt erreichen, dass das Marilyn Monroe-Neuron immer stärker feuert und das andere Neuron, Josh Brolin, immer weniger feuert. Und das andere Neuron, wir haben zum Beispiel gleichzeitig, wir leiten von 4 Neuronen ab in diesem Fall, ein drittes Neuron reagiert auf Michael Jackson und ein viertes Neuron reagiert auf Venus Williams, der Tennisstar. Mhm, ja. Right. Und wir haben jetzt einen Decoder in Echtzeit, der nimmt die Aktivität von diesen 4 Neuronen und schaut, wo ist dieser Zustandspunkt von dieser 4 Neuronen? Ist er eher dort, wo Josh in der Nähe von, dass diese 4 Neuronen eher kodieren Marilyn Monroe, dann verändert die Sichtbarkeit von dem Bild, sodass Marilyn Monroe jetzt 55% sichtbar wird und Josh Brolin nur 45%. Wenn dann die Feuerrate weitergeht, dann ändert es auf 70% und 30%, also immer in Schnitten auf 70 und 30. Oder wenn der Patient eher an den Josh Brolin denkt, dann wird das Josh Brolin-Bild sichtbarer und das Marilyn Monroe wird langsam verschwindet. Und der Patient oder die Patientin hat jetzt 10 Sekunden, das bewusst zu kontrollieren, welches Bildart erscheint auf dem. Und das kann die Patienten, dieser eine Film, kann ich das in Echtzeit machen? Auf dem Film zeigen wir den ersten Versuch bei dieser Patientin. Die hat noch nie ihre eigene Neurone kontrolliert. Und das Neurone ist nicht Motorneurone, wie ich weiß, das ist eine Neurone. Wenn ich dich frage, kontrolliere bitte deine Neurone in der Amygdala, in der Mandel oder im Hippocampus, habe ich natürlich keine Ahnung, wie ich das tun soll. Aber irgendwie die Patienten, und wir fragen sie, was tust du? Ja, manche Patienten wissen das nicht. Sie sagen, ja, ich denke halt an die Marilyn Monroe, ich versuche nicht an den Josh Brolin zu denken. Aber was heißt das neuronal? Wissen alles nicht. Ich kann nur sagen, mit Hilfe von meinem Decoder in Echtzeit kann ich eben, ich kann so ein bisschen wie Matrix, ich kann auslesen auf sehr primitive Art 4 Gedanken. Nämlich die Gedanken an Josh Brolin, an Marilyn Monroe, an Venus Williams und an Michael Jackson. Ich kann diese Gedanken visualisieren auf einem externen Display. Ja, und im Prinzip kann ich das natürlich auch, wenn ich jetzt, in ein paar Jahren haben wir sicherlich, wir haben jetzt 100 Elektronen, in ein paar Jahren haben wir sicherlich 1000 Elektronen, da kann ich mir natürlich im Prinzip überlegen, dann hunderte von diesen, Anführungsstrichen, Gedanken zu visualisieren, also sagen wir Präsident Barack Obama und was weiß ich, meine Frau und alle Dinge, und ich kann sehen in Echtzeit, an was du denkst. It's pretty cool. Auf jeden Fall, aber wo ist jetzt das Bewusstsein? Sind diese Großmutterneurone, es ist ein relativ spezifisches Neuron. Ja gut, es ist eine Frage, die These ist jetzt, dass das Bewusstsein hier speziell wird getragen durch die Aktivität eventuell von einer sehr kleinen Anzahl von Zellen. Das ist wirklich das Interessante. Die Standardthese war, wenn ich zum Beispiel mir überlege, Angela Merkel, um deutsches Beispiel zu nehmen, dann habe ich in etwa 500 Millionen bis 1 Milliarde Nervenzellen und die reagieren auf jede mögliche Person, die ich kenne, ein bisschen anders. Wenn ich also Angela Merkel rede, dann folgen die Art, und wenn ich, sagen wir, die Queen of England überlege und die Art und meine Großmutter, dieselben Neuronen, das war ein bisschen weniger und das ein bisschen mehr und das ändert sich nicht, etc. Um die Identität zu sehen, ob ich nun an Angela Merkel oder Queen of England oder meine Großmutter denke, muss ich alle Milliarden Neuronen oder einen sehr großen Teil dieser Neuronen auslesen. Die Idee, die Repräsentation, die wir gefunden haben, das sagt es eben, nein, das Bewusstsein scheint auf der neuronalen Ebene eventuell viel spezifischer zu sein, dass ich eventuell nur eine sehr kleine Gruppe von Neuronen verfolgen muss und die Aktivität in einer kleinen Gruppe von Neuronen auf dem Hintergrund, dass die ganzen anderen Neuronen nicht feiern, dass die Neurone, die die Queen of England repräsentiert, nicht feuert und die Angela Merkel nicht feuert, sondern nur meine Marilyn Monroe-Neuron feuert, wird das erfahre ich als bewusstes Subjekt, als ich sehe jetzt Marilyn Monroe und nicht Angela Merkel. Das heißt, in diesem Fall ist die neuronale Aktivität des Bewusstseins eventuell einer sehr kleinen
kann man zuordnen zu einer sehr kleinen Gruppe von Zellen. Das muss also nicht so ein holistisches Aktivität von allen 20, 25 Milliarden Nervenzellen sein. Das war eine Diskussion, die du mit Susan Greenfield geführt hast, oder? Richtig, ja. Das klingt jetzt so ein bisschen William James-mäßig. Also wenn ich das jetzt übersetze in tatsächlich Psychologiebewusstsein, dieser Fluss des Bewusstseins, der sich ständig wandelt. Das heißt, wir hätten je nach Aktivität oder je nach Stimulus unterschiedliche Gruppen von Neuronen. Und je nachdem, wer da gerade feuert, da wäre das Bewusstsein. Verstehe ich das richtig? Nein, man kann es vermutlich nicht so isoliert sein. Wenn ich jetzt sagen wir, es gibt 20.000 Marilyn Monroe-Neuronen. Mhm. Okay? Und wenn ich diese jetzt isoliere und in den Disch tue, da behaupte keiner und ich auch nicht, dass diese 20.000 Neuronen jetzt das reine Bewusstsein von Marilyn Monroe darstellen. Mhm. Aber wenn man eben diese Aktivität sieht im Hintergrund, also was heißt sieht, da muss man sehr vorsichtig sein mit seiner Sprache, aber wenn das Gehirn feuert und die ganzen anderen Gruppen, die andere Individuen repräsentieren, feuern nicht oder feuern nur sehr wenig und primär feuert nur die Gruppe, die eben immer feuert, wenn ich jetzt Marilyn Monroe sehe oder an ihn denke, dann erfährt das Gehirn selbst als objektives System, erfährt diesen subjektiven Zustand, ich sehe Marilyn Monroe. Aber auf dem Hintergrund, dass die anderen Neuronen nicht feuern. Wenn ich jetzt die anderen Neuronen ein bisschen wegnehme, sagen wir, ich habe jetzt diese nicht feuernden Angela Merkel-Neuronen, okay, die feuern nicht. Wenn ich die jetzt alle künstlich rausschneide, sagen wir, da wird sich vermutlich an meinem Bild von Marilyn Monroe nichts ändern. Aber wenn ich jetzt so peu à peu mehr und mehr Gruppen, die sowieso nicht feuern, rausnehme, okay, dann wird sich irgendwann mein Bewusstsein schon verändern, weil irgendwann, wenn ich Marilyn Monroe sehe, bedeutet das, ich sehe eine Million andere, oder sagen wir tausend andere Leute, die ich auch kenne, sehe ich nicht. Ich sehe zum Beispiel nicht meine Großmutter oder ich sehe nicht eben Angela Jolie oder sowas. Mhm. Und das ist vermutlich essentiell für das System. Das heißt, das Bewusstsein entsteht. Die Abwesenheit in diesem Fall von Feuern kann auch sehr informativ sein und das Bewusstsein entsteht aus der Kombination des aktiven Feuern von Neuronen, die symbolisieren A ist präsent und aber gleichzeitig auch das B und C und D und E und F und G etc. sind nicht präsent. Und das ist vermutlich notwendig dafür, um die volle Bewusstseinserfahrung zu haben. Und wenn ich diese anderen nicht aktiven Nervenverbände, wenn ich die Stück bei Stück zum Beispiel künstlich, betäuben würden, zum Beispiel durch ein Lokal Lidocaine oder sowas, dann würde sich mein Bewusstsein nicht abrupt verändern, aber umso größeren Areale, die sowieso still sind, wenn ich die künstlich stilllegen würde, das heißt, die könnten nicht mehr feuern für eine gewisse Zahl, würde sich mein Bewusstsein vermutlich immer mehr verschmalern. Ich würde immer weniger Assoziationen haben mit Marilyn Monroe. Das Wunderbare an dem Bewusstsein ist, und unser Bewusstsein ist ja ungeheuer assoziationreich, nicht? Wenn ich sage, Marilyn Monroe oder jeden Mensch, den wir nun gemeinsam kennen, Albert Einstein, explizit sehen wir erstmal was, weil wir das Bild von Albert Einstein vielleicht wie er lacht oder mit dem Fahrrad fährt oder mit seinen weißen Haaren, mit der Zunge raussteckt. Aber wir haben auch ungeheuer implizite andere Assoziationen mit dem ESMC-Quadrat, Deutschland, Nazis, die Atombombe etc. etc. Diese ganzen Neuronen, die aber alle vermutlich nicht momentan aktiv sind. Aber momentan, wenn ich Albert Einstein denke, denke ich an ein bestimmtes Bild von ihm, wie er da zu seinem Geburtstag diese Karte verschenkt. Diese anderen Sachen sind aber implizit präsent. Und wenn ich die Neuronen, die nicht feuern, die aber implizit präsent da sind, wenn ich die jetzt langsam betäube, dann würde sich mein Bewusstsein von Albert Einstein immer weniger, vereinfachen. Ich hätte weniger und weniger Assoziationen. Und das kann man natürlich auch wiederum, diese Aussage kann man auch wiederum empirisch messen. Ich kann mir zu jedem Konzept fragen, wie viele Assoziationen oder frei assoziieren Sie? Und dann kann ich sehen, in wie vielen Sätzen schreiben Sie Ihre Assoziationen oder wie lange dauert das, bis Ihr ganzer Redefluss, bis Sie ans Ende Ihrer Assoziationen gekommen sind. Das heißt, diese Dinge kann man schon messen. Aber der Punkt ist, die Nichtaktivität von Nervenzellen kann auch sehr wichtig sein, um etwas zu symbolisieren, genau wie die Aktivität von Neuronen wichtig ist. Okay, aber es ist, wenn ich dir so zuhöre, sprechen wir die ganze Zeit von Neuronen, wir sprechen nicht mehr von Arealen. Ja, aber die Areale ist rein
ist es ein Hilfsmittel. Neurone sind ähnlich wie Menschen. Menschen leben ja in Nachbarschaften. Es gibt Chinatown, dann gibt es Korea City etc. Und Neuronen ist das auch nicht anders. Alle Neuronen oder viele Neuronen, die sagen wir mit dem Motorkortex, mit motorischer Erregung zu tun haben, die sitzen hier und die visuellen sitzen hier etc. Vermutlich aus Gründen der Platzsparung, um den Draht zu minimisieren. Aber davon mal abgesehen, wenn ich, sagen wir, unabhängig von den Verknüpfungen, wenn ich die Neurone alle umtauschen würde, würde sich an den kausalen Zusammenhängen nichts ändern. Die kausalen Zusammenhänge, die sind relevant. Das heißt, kausalen Zusammenhänge meine ich, mit welchem Neuron spricht dieses Neuron, mit wem ist es verbunden und von wem kriegt es Eingang, von wem wird es gehemmt. Und da spielt die Entfernung weniger eine Rolle. Das heißt, das Areal ist dort weniger wichtig. Letztendlich kommt Bewusstsein in. Die Atome des Bewusstseins sind Neurone. Das heißt, letztendlich müssen wir das Bewusstsein erklären aufgrund von Interaktionen von großen Verbänden von Neuronen. Okay, das heißt also, das Klaustrum, wie Crick und du mal überlegt haben, kommt es in deinen aktuellen Gedankengebäuden als möglicher Sitz des Bewusstseins noch vor? Nicht als Sitz des Bewusstseins, sondern vor allem Francis war daran sehr interessiert. Also Klaustrum, muss man sagen, ist eine sehr mysteriöse Struktur. Das ist eine Struktur, die ist an beiden Seiten natürlich bilateral, ist unter dem Kortex, also nicht ganz hinten, sondern hier im Vorderhirn und geht bis hinten, also sagen wir hier auf diese Höhe und relativ dünn. Es ist, sagen wir, ein paar hundert Mikrometer, also einen halben Millimeter oder so. Sieht so ein bisschen aus wie eine Landkarte von Amerika. Und fast alle Areale, ist unglaublich, alle oder fast alle Areale im Kortex haben Verbindungen, zwar Wechselwirkung, rein und raus. Und es sieht so ein bisschen aus, als würde diese Struktur so ein bisschen wie der, wie sagt man, der Dirigent eines Symphonieorchesters. Wir haben also einen Kortex mit hundert von tausenden von Spielern. Und wer koordiniert die? Wie werden die koordiniert? Zum Beispiel mit Hilfe von Schwingungen, von 40-Hertz-Schwingungen, wie Wolf Singer das hypothesiert hat. Aber eine andere oder eine zusätzliche Möglichkeit ist, dass dafür bestimmte Strukturen viel wichtiger sind für die Koordination. Und wir haben damals hypothesiert, das war die letzte Veröffentlichung, an der Francis Crick gearbeitet hat, und zwar, da hat er 2 Stunden bevor er gestorben ist, hat er noch Korrekturen gemacht zu diesem Manuskript. Da war die Überlegung, dass das Klaustrum eben zur Koordination, das heißt nicht der Sitz des Bewusstseins, aber dass es hilft, vor allem sagen wir, wenn ich visuell und auditorisch verknüpfen will, wenn ich da sensorische Modalitäten verknüpfen will, oder zusammen mit Plan oder zusammen mit Motorik, dass dafür das Klaustrum verantwortlich ist. Es ist schwierig zu testen, diese Hypothese, weil es gibt kein, weil man müsste diese ganze Struktur, sagen wir, auf eine Seite ausschalten. Da reicht nicht ein Schlaganfall. So, es gibt keine natürlichen oder mir nicht bekannten natürlichen Fälle, sagen wir, es ist Unfall, ein Schlaganfall, ein Virus, der nur den Klaustrum zerstört und nicht die zugrunde liegenden. Darunter liegt das Basal Ganglia, darüber liegt das Cortex, der sind nur Spezielles zerstört. Ist auch sehr schwierig, es technisch zu machen sagen wir, Einspritzen von irgendeinen Substanzen, weil man müsste, sagen wir, wenn man es im Affen macht, sehr viele Einspritzungen machen, weil es eben eine sehr dünne, so eine kartenähnliche Struktur ist. Die interessanteste Methode, da arbeiten jetzt ein, zwei Gruppen dran, ist eventuell mit Hilfe von Genen, dass man identifiziert bestimmte Proteine. Das scheint in einem Fall jetzt, da hat man eventuell was gefunden und dann in der Maus, dass man das in Knockout macht in der Maus. Die Frage dann ist allerdings, wie wichtig ist das Klaustrum bei der Maus? Da ist es da nur sehr wenig ausgebildet gegenüber dem Affen. Das ist also momentan unklar.